Hey zusammen und willkommen bei einem neuen Kochvideo. Ihr seht es, ich habe die Schürze wieder an, die war ewig in der Wäsche. Jetzt ist sie zwar ein bisschen verknittert, aber wieder sauber und ich finde die nach wie vor ziemlich cool. Und die Kochschürze deutet darauf hin, wir kochen heute. Und zwar habe ich für euch wieder drei schnelle, einfache und sehr, sehr leckere vegane Gerichte, die ihr einfach mal perfekt so nach dem Feierabend wegschnippeln und in euch reinlöten könnt. Und ich will gar nicht so viel Zeit am Anfang vergeuden, doch ein bisschen. Wenn euch diese Art von Videos gefallen, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal kostenlos. Und wir starten jetzt mit Rezept Nummer 1, was den gleichen Namen trägt wie ein Pixar-Film, beziehungsweise eher andersrum. Ein Pixar-Film trägt den Namen des nachfolgenden Gerichts, nämlich oben, nein, natürlich Ratatouille. Und das machen wir. Und unter dieser Kappe, das könnt ihr nicht sehen, sitzt auch eine kleine Ratte, die mich die ganze Zeit steuert und steuert. Und oh Gott, es ist sehr spät und auch müde kommt bekanntlich. Dumm. Und deshalb fangen wir jetzt auch wirklich an mit dem ersten Gericht. So, und wir brauchen jetzt eine Zucchini, eine rote Paprika, ein paar Champignons, zwei Knoblauchzehen und stückige Tomaten sowie ein paar Gewürze. Und wir starten damit, dass wir das Gemüse in mundgerechte Stücke schneiden. Los geht's. So, wir starten wie immer mit der Paprika. Paprika schneiden ist mein liebstes Hobby. Das schneiden wir einmal kurz klein. Der Zucchini trennen wir einmal vorne und hinten ab und schneiden hier dünne Scheiben. Die Pilze vierteln wir einmal großzügig. Alle Sachen, die ihr hier seht, habe ich natürlich im Vorfeld schon gewaschen. Gründlich solltet ihr natürlich auch tun. So, und als letztes machen wir noch den Knoblauch. Klein, ihr könnt auch eine Knoblauchpresse nehmen. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn da ein paar größere Stückchen mit drin sind. Das könnt ihr aber entsprechend nach euren eigenen Wünschen entscheiden. Und nun brauchen wir Plattenbert, denn das Ganze wird jetzt angebraten. Und unser Gemüse auch rein. Und das Ganze für etwa 3 Minuten gut anbraten. So, in der Zwischenzeit machen wir schon mal die Dose stückige Tomaten auf. Ich habe mich ein bisschen vergriffen und habe hier Tomaten stückig scharf, wo ich scharf eigentlich gar nicht so gerne esse. Deshalb Augen auf beim stückige Tomaten-Dosenkauf. Wir ziehen das heute aber echt durch und schauen mal, wie das Ganze am Ende wird. So, unsere Pfanne hier, die hat jetzt das Gemüse schön gut angebraten. Und jetzt machen wir weiter mit Gewürzen und Soße. So, wenn das Ganze angebraten ist, kommt jetzt rein. Ein Teelöffel Thymian, Teelöffel Rosmarin und eine Dose stückige Tomaten. Alles miteinander verrühren und das Ganze decken wir jetzt ab und lassen es noch für so 10 Minuten weiter köcheln. So, die Ratte unter meiner Mütze, die hat gesagt, ich kann hier die Pfanne, kann ich das fertig. Bevor ich das aber mache, nehme ich noch kurz hier ein Baguette. Ihr könnt das Ganze übrigens auch mit Reis als Beilage genießen, wenn ihr das möchtet. Ich schneide mir hier jetzt einfach noch so ein paar Baguette-Scheibchen ab. So, dann füllen wir das Ganze jetzt mal auf den Teller hier. Was soll der Geiz? Schön alles auf den Teller drauf. Und dann könnt ihr das Ganze noch garnieren mit ein paar Brotscheiben. Und wenn ihr möchtet, noch ein bisschen nachwürzen mit ein wenig Pfeffer. Und Salz. Das sieht in der Tat fantastisch aus. Jetzt machen wir natürlich auch noch kurz den Geschmackstest. Vorsicht, heiß. Ist auch gar nicht so scharf, wie ich befürchtet hatte. Und schmeckt in der Kombination tatsächlich ultra lecker. Und ihr habt gesehen, es ist total einfach, einfach die Sachen schnibbeln, zubereiten. Und dann habt ihr auch wirklich ein gesundes Abendessen, ohne dass ihr da groß Aufwand reinstecken müsst. Und genauso simpel machen wir jetzt weiter mit Rezept Nummer 2. Falls ihr lieber Lust habt auf einen frischen Salat der anderen Art, dann solltet ihr jetzt genau hinsehen. Denn wir machen jetzt einen leckeren Avocado-Mango-Quinoa-Salat. Falls das jetzt drei Fremdwörter für euch waren, dann keine Sorge, ich habe damit lange auch nichts zu tun gehabt und das dann ausprobiert und fand das in der Kombination sehr, sehr lecker. Deshalb gebt dem Ganzen eine Chance und wir starten jetzt mit dem Quinoa, der auch unfassbar gesund ist, super gute Nährwerte hat und den bereitet ihr ganz, ganz simpel vor. Alles, was ihr verbraucht, ist ein Topf.
Quinoa, den gibt es in verschiedenen Farben. Das hier ist jetzt ein Dreiermix, das ist Quinoa Tricolore und den tun wir mit der doppelten Menge Wasser jetzt mal eben nach Packungsanweisung aufkochen. So, in der Zwischenzeit kümmern wir uns jetzt um die anderen Zutaten, nämlich einmal hier die Mango. Wie schneidet man eine Mango? Das wusste ich auch ewig nicht und ich hoffe, ich mache es heute richtig. Nämlich einmal schneidet man hier das Po-Bäckchen ab, wie es meine Frau so schön genannt hat. Und dann schneidet man hier das Po-Bäckchen ab. Und jetzt kann man sich hier am Kern, der recht flach ist, lang arbeiten. Der ist hier in der Mitte. Jetzt sehe ich ihn nämlich, man sieht ihn hier auch ganz gut. Und kann einfach hier an der Seite lang schneiden. Man kann auch zuerst die Mango schälen und dann das Ganze machen, aber ich entscheide mich meistens immer für diese Variante. Und ich mache das mal kurz hier fertig. So, und dann können wir jetzt einfach hier, um die Schale zu entfernen, beispielsweise einfach mit einem Löffel an der Schale lang gehen und das Fruchtfleisch davon aushebeln. Zack! Und das mache ich jetzt mal eben auch mit den anderen Teilen. So, und dann können wir jetzt einfach hier hingehen und schneiden einfach längere Streifen von der Mango runter und halbieren die nochmal in der Mitte. Das gleiche machen wir mit dem Stück auch. Die anderen beiden Stücke heben wir uns tatsächlich auf für das Gericht, was ich euch gleich noch präsentiere. Machen wir weiter als nächstes mit der Avocado und die kann man ganz simpel auch schneiden, entweder längs oder quer. Ich mache das heute mal längs. Einmal rundherum. Vorsicht, haben sich schon viele Leute dabei in den Finger geschnitten. Und manche Leute schreiben mir von euch auch, dass sie sich ein bisschen Sorgen machen um meine Finger. Aber ohne Witz, ohne jetzt angeben zu wollen, ich habe mich noch nie geschnitten. Weil selbst wenn das ein bisschen clumsy aussieht bei mir, ich weiß tatsächlich, was ich tue. Sagt er und schnitzt sich den Daumen ab. Nein. So, und was den Avocado-Kern angeht, einfach mit dem Messer reinhauen und rausziehen und dann den Kern entsprechend entfernen. Ihr könnt den auch einbuddeln, dann kommt so eine kleine Avocado-Pflanze raus. Aber ich möchte jetzt nicht eure Erwartungen enttäuschen, aber dass ihr mal irgendeinen schönen Avocado-Baum im Garten habt, eher unwahrscheinlich wegen dem Klima. Aber was nicht ist, kann ja noch hoffentlich nicht werden. So, dann hier Avocado mache ich immer in der Mitte einmal noch durch und dann ziehe ich der einfach die Pelle ab. Die Avocado wurde übrigens, ein bisschen hier Wissen auch zu vermitteln, ewig Krokodil oder Krokodilsbirne genannt, eben weil die so eine Schuppenhaut hat. Finde ich sehr schön. Oder halt auch Hodenfrucht, ne? Ist auch toll. Toll für so eine, da kriegt man richtig Lust, diese Frucht zu essen. So, das mache ich jetzt natürlich auch noch mit den anderen Teilen und dann schneiden wir auch die Avocado in ähnlich schöne Scheibchen und die lasse ich dann diesmal tatsächlich so in ihrer Art und Weise, wie ich sie hier jetzt gerade habe, damit wir die gleich schön dekorieren können. So, Avocado ist fertig, Mango ist fertig, ich habe hier ein paar Basilikumblätter abgerupft und hier schon mal Tomätchen, die ich jetzt einfach nur in der Mitte einmal halbiere. Ich habe hier schon den Quinoa vom Herd geholt und in einem Sieb aufgefangen und kalt abgewaschen, weil das ist ein kaltes Gericht. Ihr könnt den auch natürlich warm nutzen, aber in meinem Fall hätte ich den gerne kalt. Den tue ich mal kurz wieder zurück, denn wir machen jetzt noch schnell das Salatdressing und dann können wir gleich auch schon anrichten. Unser Salatdressing besteht aus den folgenden Komponenten. Zitronensaft, dann Olivenöl und Sojasauce. Alles miteinander vermengen und jetzt richten wir unseren Salat an. Wir nehmen jetzt hier einmal eine Schüssel, da habe ich ein bisschen Blattspinat reingetan. Ihr könnt den Blattspinat auch weglassen, das ist optional, oder einen anderen Salat nehmen oder gar keinen Salat nehmen, je nachdem wie ihr wollt. Da kommt jetzt unser Quinoa einmal drauf und dann können wir schön anfangen, das Ganze farbenfroh zu dekorieren. Und zu guter Letzt kommt jetzt unser Dressing on top. Und auch das Ganze könnt ihr noch mal ein bisschen mit Pfeffer, je nachdem wie ihr möchtet, nachwürzen. Salz nur eine kleine Prise, weil natürlich die Sojasauce schon ordentlich Salz mit sich bringt. Und bevor ihr das jetzt esst, alles miteinander ordentlich vermengen. Ich habe die Stückchen gerade, damit das auch noch mal ein bisschen besser im Mund passt, nochmal ein Stück in der Mitte auseinander geschnitten. Muss natürlich immer schön sein für Instagram, ne? Aber die Realität wisst ihr ja selber. Sieht dann eher so aus. Und jetzt bin ich auch auf den Geschmack gespannt. Das Schöne daran ist, ihr habt durch das Dressing, das ist sehr, sehr frisch.
bisschen salzig, aber dann durch die Komponenten Mango und Avocado kriegt das Ganze nochmal so einen süßlichen und so einen schönen vollmundigen Geschmack. Und wie gesagt, das könnt ihr auch perfekt eigentlich mitnehmen auf die Arbeit, Schule, Studium und ist ebenfalls sehr, sehr schnell nach dem Ganzen gemacht. Moment. Dieses und natürlich auch die anderen Rezepte aus dem Video findet ihr wie immer auf einfachvegantastisch.de. Das haben wir neu aufgesetzt gehabt. Da findet ihr die Rezepte von meiner Frau und mir auf der Website. Habe ich euch unten natürlich auch verlinkt. Und wir machen jetzt weiter mit Rezept Nummer 3. Und da freue ich mich schon wirklich drauf. Und jetzt machen wir etwas, was nicht nur wunderschön für Instagram ist, sondern auch noch wunderschön schmeckt. Nämlich Summer Rolls. Dafür essentiell brauchen wir natürlich Inhalt. Sprich, den haben wir hier. Und diese Reisblätter, die kriegt ihr eigentlich beim Rewe, wenn ihr da schaut, in der Asia-Abteilung oder so, kriegt ihr die. Das wird gleich sozusagen unser Mantel, aber vorher müssen wir uns erstmal um den Inhalt kümmern. Da könnt ihr eigentlich Obst, Gemüse, alles, was ihr wünscht nach Wahl, könnt ihr da nehmen. Ich habe mich entschieden für Mango, haben wir von gerade noch übrig, Avocado, auch von gerade, Möhre, Tofu, Räuchertofu ist das, den brauchen wir nicht mehr großartig behandeln, den könnt ihr anbraten, mache ich aber nicht, und Gurke. Und wichtig ist jetzt, dass wir alles möglichst in die gleiche Form, auf gleiche Länge, gleiche Dicke, Dünne bringen, damit das gleich hier in der Rolle auch miteinander funktioniert. Und genau das mache ich jetzt. So, hier die Mango, die schneide ich einfach in kleine Streifen und das mache ich jetzt auch einmal komplett mit allen anderen Zutaten. So, jetzt kommt der spaßige Teil. Ich habe hier einmal alles in Streifen geschnitten und jetzt nehmen wir ein solches Reisblatt und tun das einmal in lauwarmes Wasser einlegen. Im Idealfall nehmt ihr eine Schüssel, die auch groß genug ist. Hat doch funktioniert. Kurz, wie gesagt, ein bisschen einweichen lassen, damit das Ganze wabbelig wird. So, dann seht ihr schon, dann wird das so eine kleine lustige Hülle. So, wenn das irgendwo ein bisschen Blasen wirft, ist das überhaupt nicht schlimm. Und jetzt packen wir in die Mitte einfach nach Wunsch die verschiedenen Zutaten. Ihr müsst am Anfang ein bisschen mit gucken, wie viel da tatsächlich reinpasst, weil sowohl ich als auch Dom, der hinter der Kamera steht, sind Könige darin, da immer zu viel reinzutun, dass am Ende alles ineinander zusammenfällt. Deshalb werde ich jetzt hier ein bisschen vorsichtiger starten. Das mache ich noch ein bisschen kleiner. So. So, und dann packt man die, überschlägt erstmal links und rechts. Und dann, da kann ich gleich noch ein bisschen mehr reinpacken. So, das erste. Und dann rollt man sozusagen den Rest hier rein. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier ein bisschen wenig genommen. Das können wir jetzt gleich noch mehr reintun. Aber das ist sozusagen die Grundmechanik dessen, wie ihr eine Summer Roll macht. Und jetzt machen wir noch ein paar weitere und dann zeige ich euch gleich, wie wir noch einen schönen Dip dazu machen. So, und hier haben wir jetzt unsere Summer Rolls fertig. Aber natürlich brauchen wir dafür noch ein leckeres Dressing, was wir auch selber machen. Ihr könnt auch eins kaufen, das zeige ich euch gleich. Jetzt erstmal hier ein Erdnussdressing selber. Dafür brauchen wir Erdnussbutter oder eine andere Nussbutter. Oder je nachdem, auf was ihr Bock habt, beziehungsweise was ihr vertragt. Hier in der Schale ist schon ein bisschen Wasser drin. Und da kommt jetzt noch Sojasauce hinzu. Und ihr könnt das auch in einem Mixer machen, je nachdem. Ich bin jetzt hier gerade faul. Und dann rührt ihr einfach die Erdnussbutter in dem Wasser-Soja-Gemisch so lange, bis sie sich auflöst. Je nachdem, ob die ein bisschen wärmer ist oder gerade aus dem Kühlschrank kommt, dauert das ein bisschen. Und wenn es zu flüssig ist, könnt ihr das Ganze entsprechend natürlich auch noch, könnt ihr auch ein bisschen mehr Nussbutter hinzugeben. Und das mache ich jetzt mal gleich fertig und präsentiere euch dann das finale Ergebnis. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben hier das Dressing und jetzt müsst ihr nichts weiter machen, als es einmal rein zu tunken und dann abzubeißen. Mega gut. Das Dressing ist ultra on point und ihr habt hier so eine kleine Überraschungstüte an Geschmäckern, perfekt auch zur Resteverwertung. Natürlich seht ihr von außen, was drin ist, wie diese kleine Fliege, die ganz durchs Bild fliegt. Die ist zum Glück nicht dabei, aber das schmeckt insgesamt ultra, ultra gut. Kann ich euch nur empfehlen, mal nachzumachen, vor allen Dingen, weil ihr halt auch selbst variabel entscheiden könnt, was da reinkommt, auch wenn ihr Freunde da habt. Die können das dann selber belegen. Ist mega, mega lecker.
und machen wir hier zu Hause auch sehr oft. Ihr könnt mir mal schreiben, was von den Gerichten ihr nachmachen wollt oder werdet und was euch da besonders angesprochen hat. Schreibt mir das Ganze gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal kostenlos, um mich zu supporten. Hier neben mir findet ihr noch zwei weitere Kochvideos. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns schon bald in einem neuen Video wieder. Macht es gut, bis dahin und tschüss!